was sie möchte, sie brauchen. Was sie nicht möchte, kann sie weglassen. Da fragen wir schon. Da fragen wir nach. So, Ring frei. Ich komme aus Hagen jetzt, angefahren. Gebürtig bin ich aus Wanne-Eickel. Das habe ich jetzt hier fast schon reingeschrieben, weil der Dieter Schumann, der alte Säger, Kämpfer, einfach GEB geschrieben hat, wo ich mich hier eintragen sollte. Da habe ich natürlich irgendwie gar nicht richtig geschaltet. Da dachte ich an meine Geburtsstadt, an meinen Geburtsnamen. Dabei wollte der nur den Geburtstag wissen. Ja, die Vereinsfreunde von uns kriegen ja immer eine Geburtstagskarte. Ich muss sagen, ich bin total überwältigt, was das hier für eine Veranstaltung ist. Ich bin das erste Mal da. Erstens kenne ich so ein paar Leute. Also da bin ich auch überrascht. Ich dachte, ich hatte im Internet ein bisschen geguckt. Da kannte ich nur vom Namen einige. Dr. Linke war auch mein Arzt und bei mir in der Gemeinde. Ich war ja früher 20 Jahre hier in der St. Petri-Kirche. Ich weiß nicht, wer mich kennt vielleicht von damals noch. Da hieß ich noch Degenhardt. Und irgendwann habe ich meinen Mann kennengelernt. Da habe ich meinen Namen gewechselt in Hänsel. Und habe dann mal gesagt, Hänsel, nicht Gretel. Da hieß ich dann auch Frau Moment, Gretel. Da hinten, Horst, hört doch mal ein bisschen zu, oder? Das stört doch uns. Das ist wie nach Predigt, ne? Die einen schlafen, ich mache dann zu. Ist ja normal. Jeder so, wie er gerade so drauf ist. Ne? Ja, ich bin jedenfalls überwältigt, dass hier so viele Trophäen eigentlich sind. Ich habe nämlich sportlich jetzt nicht so viel drauf. Sie, ja, ich bin angekündigt worden, hat der Dieter Schumann ja nochmal jetzt gesagt, als Fanclub-Vorsitzende. Das stimmt natürlich gar nicht. Das Fanprojekt. Also ich bin Vorsitzende des Fanprojekts, das ist aber hier auf der Urkunde, und Pfarrerin. Ne? Aber mit Fanclubs habe ich natürlich viel zu tun, aber ich bin jetzt keine Vorsitzende von Leuten, die den schwarz-gelben Verein unterstützen wollen. Insofern, dass sie Fahnen schwenken oder immer die Vereinshymne singen oder vielleicht auch vermeintlich unterstützen durch Pyrotechnik und so weiter. Sondern ich bin Vorsitzende eines Vereins, genau wie der Dieter ist. Ich habe ein paar Leute, die hauptamtlich tätig sind. Da kann der Dieter nicht drauf gucken. Aber wir machen Sozialarbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen. Und das macht ein Fanclub ja nicht. Der ist ja rein für sich da und organisiert sein eigenes Freizeitvergnügen und organisiert eben die Unterstützung für unseren Verein, wenn er dann mal unterwegs ist. Also entweder hier im Stadion oder unterwegs. Wir machen Sozialarbeit und widmen uns den Leuten, die mit ihrer gewaltbereiten Eigenschaft in den Stadion gehen und das Stadion nicht unbedingt als Ort sehen, wo sie den Verein unterstützen, sondern mehr, wo sie sich selbst produzieren. Das ist eben in der Jugendphase so, dass man eben seinen Weg sucht und da auch Wege nimmt, die jetzt natürlich in unserer Gesellschaft nicht so diejenigen sind, die wo man Furore macht und wo man dann hinterher gut dasteht, sondern man will auffallen. Und das ist bei manchen Menschen eben auch im höheren Alter, wenn sie 30, 40 sind, immer noch so. Und unser Fanprojekt hat eben viel mit den Hooligans zu tun oder mit den Ultras. Es gibt ja drei Ultra-Gruppierungen und da sind unsere Jungs, die im Hauptamt tätig sind, eben ganz nah dran. Und das ist immer so eine Gratwanderung, weil Sozialarbeit ist das immer eine Gratwanderung. Man hat mit dem Klientel zu tun und die Ordnungsmacht, Polizei, Ordnungsamt, Stadtverwaltung und so die normalen gesellschaftlichen Bürger, die sagen, ja, ihr kennt die doch. Ihr könnt doch mal sagen, wo die hier tätig geworden sind. Nennt mal ein paar Namen, dann können wir die inhaftieren und so weiter. Aber so funktioniert Sozialarbeit natürlich nicht. Ne? Also die Arbeit des Fanprojekts mit den 7 Mitarbeitern lebt davon, dass man so Vorschusslorbeeren gibt und sagt, wir geben euch das Geld, das macht der Staat, das macht auch Borussia durch die Fernsehgelder, die wir kriegen. Wir kriegen ganz schön viel. Und aber eben nicht so nah, dass wir sagen, hier BVB, gib mal Geld. Wir wollen ja nicht abhängig sein vom Verein. Also es ist ganz oft, dass auch hier Uli Sierauser sagt, ja, holt euch das Geld.
Ihr könnt doch zu Borussia gehen. Die ganzen Fans, die hier falsch parken und so, die kosten Steuergelder, die nehmen Platz weg, die machen Randale, da muss die Polizei einschreiten und so. Das sind alles Steuergelder, völlig unnötig, soll Borussia bezahlen. Ja, aber es ist ein gesellschaftliches... Ja, würden sie sogar manchmal auch. Wir haben das oftmals schon ausgeschlagen. Damals, als Michael Mayer noch ganz nah dran war, da hat der oft bei uns im Fanprojekt gesessen, in der Lohnstraße, hat gesagt, wie viel braucht ihr? Hier 10.000? Gebe ich. Ja. Haben wir abgelehnt, weil wir wollen nicht abhängig sein vom Verein, weil der hinterher bestimmt, was wir machen. Da müssen wir Namen nennen und dann kann man Sozialarbeit vergessen. Das können Sie sich vorstellen. Wenn man nah dran ist, ist das immer so eine Gratwanderung. Zwischen, man will natürlich etwas bewirken bei den Leuten innerlich, die Einstellung sollen sie verändern natürlich. Wir sind auch an Recht und Gesetz gebunden, das ist selbstverständlich, aber trotzdem wollen wir, dass diese Gewaltbereitschaft nicht in Gewalt ausartet, sondern dass sie das anders ausleben können und da kann man nur mit Angeboten kommen und Gesprächen und nah dran bleiben und wenn man mit den Ordnungshütern zusammenarbeitet, mit der Polizei, dann ist das